So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Ich finde, es ist gerade so eine richtig schöne Atmosphäre, richtig schöne Farben vom Turm und von der Sonne und von der Lichtanstrahlung, alles. Ja, ich weiß, ich kriege nicht genug von diesem Shader-Zeug, ich bin shader-süchtig. Ich mache mal kurz Folgendes. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Zucker einzusammeln, von meiner kleinen Plantage. Kann also jetzt eine halbe Stunde dauern, bis ich durchgelaufen bin. Nein, geht schneller. Ich sammle nur das ganz Grobe ein, einiges wird verschwinden. Ich bin zu voll, jetzt in die Seiten reinzugehen, zwecks Ena. Wir sind dabei, ein wenig zu verzaubern gleich. Wollten mal ein Buch verzaubern. Dafür kann ich jetzt hier so Zuckerrohr ein bisschen abhäckseln. Häcksel, 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 häcksel. Was ja auch ganz gut klappt. Ich muss aufpassen, dass ich meine Gentechnikpflanze nicht weghaue, weil, warte mal kurz. Wer die noch nicht kennt, ich habe hier eine, mit Gentechnik bearbeitete Pflanze. Achtung, Gentechnik. Und die ist ein bisschen groß geraten. Ein bisschen, ein kleines bisschen. Und die möchte ich natürlich jetzt nicht mit abernten, das wäre blöd. Die soll ein bisschen stehen bleiben und weiter wachsen. Also die ist so hoch wie ein Biegen. Also maximale Bauhöhe, glaube ich. Ne? So. Die ist ein bisschen arg gedüngt worden. Da haben auch schon wieder viele Themen gehabt. Die Gentechnik, was weiß ich nicht alles. Ihm gerade das Mondlicht angesprungen, es wirft auch Schatten. Ist so geil. Und hier in diesem Biom wird es richtig krass irgendwie. Was wird aus? Hier wird es zu dunkel, wenn ich nach hinten gehe. Ah ne, doch, gut, bleibt dunkel. Es kommt die Nacht zum Vorschein. Und der Nacht werden wir uns in den Magierturm begeben. Ja. Und im Magierturm. Zuvor werden wir ein paar Kühe töten, weil die sollte ja eigentlich nicht rumlaufen. Die ist aus dem Gehege ausgebüxt. Werden wir Verzauberungen anlegen. Oh ja. Natürlich habe ich ein begrenztes Level im Moment, aber durch die Tierzucht kommt wieder Neues dazu und durch alles andere Mögliche dann auch bald und deswegen gehe ich mal ganz schnell hoch. Noch erstmal 30 Level raus. Bitte noch 15 hinterher oder so. Und wenn ich eine schöne Bibliothek anlege, das werde ich machen. Ich wollte noch einen Weinkeller bauen und ich wollte noch eine Bibliothek bauen. Weinkeller weiß ich noch. Das ist auf jeden Fall das nächste Bauprojekt dann auch mit unter anderem. Und eine Bibliothek will ich bauen. Da kommen dann enchantete Bücher rein, wo alles gelagert wird. Und ein Labor will ich ja auch noch bauen. Dann, da brauchen wir dann den ganzen Quarz für. Aber das kommt noch. Ich bin wirklich dabei, ordentlich am Ideen zu sammeln. Und ich bin immer noch dabei, mich für diesen Turm zu hassen, den nur aus Koppelsons bestehen. Ja, good old times, bla bla bla. Ich weiß, gute alte Zeiten. Und so. Verzaubern müssen wir nachts machen, damit die Atmosphäre düster und dunkel bleibt. Alles andere wäre auch langweilig. Erstmal hier ein bisschen Papier machen. Das andere kann ich mit Zucker gerade nicht anfangen. Was anderes. Und ich glaube, ich habe kein Holz dabei, um Buch zu machen. Oder nee, brauchen wir gar nicht. Ha, stimmt! Wir brauchen gar kein Holz mehr. Das war früher so. Mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, früher war es so, dass man mal Holz braucht, um Bücher zu machen. Mittlerweile braucht man nur Leder dafür. Aha. Schattimmt, ja. So, Leder kommt da rein. Haben wir schon mal 8 Bücher. Und diese 8 Bücher, was ist eins davon? Ja, irgendwo mal was Sinnvolles. Da sind noch welche drin. Oh Gott. Ich kann ihn nur maximal 2 verzaubern. Weil ich die natürlich auf maximal verzaubere und so. Das ist eigentlich Müll, der kann nicht weggefeuert werden, aber egal. Was habe ich noch drin? Das da habe ich schon angefangen. Da habe ich schon angefangen, Bücher zu verzaubern. Ich dachte, da war noch was. Einen Bogen habe ich mal verzaubert. Den wollte ich für einen Enderdrachen benutzen. Mit Infinity. Schade, dass ich mittlerweile einen besseren habe. Ja, ihr sollt mich doch noch daran erinnern. Ich weiß noch, in Folge 7 oder 8 oder so, als ich Sekunde habe. Ich habe hier den Bogen gehabt, den Infinity draufnehmen. Habe ich gesagt, die Leute nehme ich für den Enderdrachen mit. Und bitte, weil ich mir schon besser. Und hier oben ist noch mein Braustand und alles Mögliche. Und Tränke und fertige Tränke auch. Heal, Potions, Strength. Ich sollte mal Strength ein bisschen weitermachen. Oder Regeneration dann, wenn ich den Drachen bekämpfe. Mal cool. Ich habe so einiges an Schätzen und Geheimnissen drin in diesem Turm. Ja. Glaubt ihr gar nicht. Dann, ja, eine maximale Verzauberung auf dem Buch. Und wir haben Fire Aspect 2. Halte ich für nützlich. Ist gut. Ist eine gute Verzauberung. Da wir 15 Level haben, können wir ruhig Level 15 suchen. Falls wir es kriegen. Ich hätte noch ein anderes Buch mitnehmen sollen. 14, 17, ja, 15 haben wir. Smite 2, also dasselbe wie oben, ist nicht so optimal. Hüpsala. Ich falle schon wieder runter. Wo war das? Da war's. Wir kommen hier rein. Hier unten war nochmal ein Smite 4, da habe ich auch Level 30 verzaubert, Smite 2. Die guten tue ich mal oben hin, die schlechten unten. Also, die man eigentlich nicht braucht, so wie dann ist. Wofür braucht man Smite auf dem Schwert? Komm, um Zombies zu killen oder sowas. Ist ein... Ja.
Was willst du damit? Meine Stadt von oben. Ja, was heißt Stadt? Meine Base ist... Ich bitte es zu entschuldigen. Es ist vor Jahren passiert, teilweise schon, dass ich das hier gebaut habe. Das hier schon Jahre her, teilweise. Ich muss echt mal neu... Was? Machen. Ja. Die Bautechnik ist noch so alt. Sie ist noch so alt, dass man auf der falschen Seite vom Bett spawnen außen runterfällt. Was zum Fick? Warum das? Sorry, aber das ist neu. Das kam jetzt etwas unerwartet. MLG Water hätte ich machen müssen. Warte mal, ich guck mal, ob ich es kann. Hups. Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. Ich habe eh keine Level zu verlieren. Also warte. Jetzt. Nein, nein. Ach. Ich bin schon vorher drauf gekloppt. Auf den Dings. Mann. Das war jetzt ein bisschen scheiße. Ich bin schon. Ich bin auf meinem Turm drauf gespawnt. Leute, ich komme hier nicht mehr runter. Ich komme hier nicht mehr runter. Vielleicht komme ich doch runter. Also, was habe ich noch platziert? Das Problem ist halt, ich bin schon an der vorherigen Ecke hängen geblieben, bevor ich unten setzen kann. Das war natürlich fies. Achtung, Achtung, Achtung. Ah, siehst du wieder. Und wieso bin ich eigentlich... Ich habe das Wasser über mir platziert. Was zur Hölle? Ja, da gackern die Hühner. Also mal im Ernst, ich bin hier oben an einer Kante mit dem Arsch hängen geblieben. Hab mir das komplette Steißbein angestaucht. Und bin dann langsam hier runtergeschlittert und hab den Eimer nicht mehr gesetzt bekommen. Tut mir leid. Aber ich bitte um Nachsicht. Es kann jedem mal passieren, dass er mit einem gestauchten Steißbein nicht mehr zielen kann. Ja, in diesem Sinne. Rüstung anziehen und weitergehen. Ich will es immer noch ausprobieren hier. Habe ich so viel Schneebälle dabei? War das ja alles voll mit Snow. Nur für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht. Es ging gerade darum, den Fallschaden mit Hilfe von einem Wassereimer zu verringern. Wenn ich runtergehe und hier platziere zum Beispiel, wie ihr es gerade gesehen habt, dann geht's ja. Dann bekommt man eben keinen Fallschaden, weil man durch das Wasser abgefangen wird und fängt sofort wieder ein, weiter geht's. Und so wollte ich es gerade machen. Ich habe es ja auch hingekriegt gerade. Aber es war, ich habe mich erschrocken, als ich mit dem Arschkant hier oben hängen geblieben bin. Ja, sorry. Aber wie gesagt, ich hab's noch hinbekommen, zweimal. Ja, zweimal ist geklappt. Im ersten Mal war es unfair. Es waren, ja, ungeplante Steißbein, eine Vorkehrung und so. Ich muss nochmal Inventar ordnen. Das war ich in meinem alten Hütchen hier drin. Und natürlich, wenn ich da bin, geht das Licht von alleine an. Muss ja so sein. Ich habe ja noch ein pinkes Schaf mit drin. Das ist mein Hausschaf. Es kommt in den Kamin. nein, okay, keine falschen Gedanken. Ich stecke keine Schafe in Kamine. Mit Schneebällen könnte ich Schneeblöcke machen und keine Ahnung was machen, bauen Iglu draus oder so. Die behalte ich erstmal. Und muss dann auch mal mein Papier loswerden und ich wollte was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich was ganz, ganz anderes machen. Wieder rausgehen, Licht geht aus. Licht aus. Danke. Und muss ja wieder meine Öl zu machen, weil ich nicht ganz rausgegangen bin. Ich habe jede Menge Miezen hier und Hunde. Es waren mal mehr, ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Die sind teilweise her teleportiert, rumgebacken, sonst irgendwas alles möglich und ja. Ein weiteres Teil, was dafür spricht, dass es so alt ist, ist folgendes, dass hier einfach Schnee liegt, obwohl gar kein Schnee liegen sollte. Das ist nämlich eine Wüste oder ein anderes Biom und hat sich dann wieder umgedreht mittendrin und bla. So, geplant war, Chickens aus meiner Weizenfarm rausspringen zu sehen, nein. Geplant war, jetzt die Tiere zu paaren und nach dem Paaren sollten wir sie schlachten. Denn dann sind die Kleinen gedingst und die Alten schlachten wir und die Kleinen können dann wiederum wachsen und dann haben wir eine perfekte Vorzeige-Massentierhaltung. Na gut, oh, das auch nochmal austauschen hier und das kommt dahin, das kommt dahin. Das brauche ich jetzt hier, das kann weg, das kann auch weg. Wo Enderperle kann hier rein und Enderperle fressen Dings und ein paar Blöcke. Schön. Dann ja, sind wir jetzt dabei zu züchten. Kommt alle her. Ich werde wieder niedergetrampelt. So, dann du und du. Du und du. Müssen wir einfach einmal durch haben. Du und du. Du und du. Du und du. Du und du. Komm, ihr zwei kriegt das hin.
Dann, du, du. Man muss immer ein bisschen gezielt machen, dann geht's am besten du und du. Immer so zwei, dann finden die sich, dann finden sich die nächsten zwei, dann die nächsten zwei, dann die nächsten zwei, dann die nächsten zwei. Alle kommen dran oder auch nicht, weil man in der großen Herde einfach übersehen wird. Naja, so ist das auch im echten Leben. Man ist nie dran, weil man immer übersehen wird. Zum Beispiel in der Schlange, wenn, oder nee, angenommen, im Kindergarten, ja. Es werden Süßigkeiten ausgeteilt. Es sind einfach so viele Kinder, die alle Süßigkeiten ausgeteilt bekommen. Und du stehst halt da und kriegst einfach keine, weil du vergessen bist. Ah ja. Genauso ist das hier. Nur, dass es hier ein bisschen ein erwachseneres Thema geht beim Tiere züchten. Ich weiß, laber wieder Dünnschiss, aber ist mir gerade völlig egal. Ich bin gerade ein Dünnschiss Laberlaune. Passiert ab und zu mal. Ah ja. Passiert. So, ich hoffe mal, das Mikro noch laut genug ist, weil ich rede gerade auch relativ leise. Müsste gehen. So, ein bisschen weiter durchgehen und einfach ganze Weizen verbraten, ist jetzt völlig egal. Problem ist immer, ich mache es immer so im Zweierrhythmus meistens, weil dann nicht so fünf Tiere auf einmal aufeinander rennen und dann, ne, sich gegenseitig stören und abhalten vom gewissen Job, den sie hier tun. Auf meiner Ranch gibt es eine gute Tiere. Ah, Sparks Ranch für diese Folge. Merkt's euch. Müssen durchgehen. So langsam müsste ich aber alle mal durch haben hier. Komm, wir haben noch die Weizen. Ich verbrate einfach. Sie folgen mir. Meine Herde folgt mir. Ist schon mal schön. Ich brauche keinen. Nee, doch. Hier einen Hund brauche ich gar nicht. Ich könnte hier noch einen Hund irgendwo hinsetzen. Wenn alles angreifen, was ich boxe, muss nur so eine Kuh boxen, greift der Hund auf einmal die Kuh an. Das würde gehen. Das machen die. Wir sind Level 6 gekommen, allein durch Tiere paaren. Also rechnet es euch. Und gleich werden es natürlich Schlachten noch und bla bla bla, ist ja klar, aber. Ja, Kuh, entscheide dich mal, wo willst du hin? Komme ich hier irgendwie noch durch? Aber ich habe es. Sind schon alle durch? Es kann doch nicht sein, dass schon alle Kühe durch sind. Ich halte jetzt gerade mal rechts gedrückt, um noch die letzten abzuernten. Weil die jede ihr Weed bekommen hat. Das kann ja nicht anders sein. Die müssen ja so. Guck dir mal an, wie die gucken. Natürlich brauchen die Weed. All day long. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch was rauskriege. Habe ich schon alles hier verbraucht? Oder? Ich halte rechts im Moment gedrückt und ich sehe immer, wenn irgendwas verschwindet, dass dann eine Kuh aus dem Moment kommt. Nö, ja, anscheinend reicht das aus. Was will ich hier gar nicht an Kühe eigentlich haben? So. Zum Schlachten, meine Damen und Herren. Kühe und Kühinnen. So ein paar von euch müssten dann jetzt mal brennen. Burn, burn, burn. Ja, das Schwert ist OP. Haut einfach alles weg mit dem Schlag. Fastback noch drauf. Und wegen dem Looting gibt es ganz schnell Leder. Ja, so ein paar müssen halt immer weggemacht werden hier, sonst wird es irgendwann zu voll und das will ich auch nicht. Aber ich hätte trotzdem immer gerne eine sehr hohe Masse, weil wenn ich mal was brauche, kann ich sehr schnell sehr, sehr viel zusammenfahren. Boah, ich will auch nicht alle dezimieren jetzt. Dann kriege ich keine Kühe mehr zusammen, das wäre natürlich auch ein bisschen problematisch. Und ich muss, glaube ich, die Folge ein bisschen früher beenden, denn jetzt gleich um 22 Uhr, nachdem ich meinen heutigen Screenshot gemacht habe, Moment, zack. 21.59.09 und 22 Uhr habe ich eine Aufnahme mit Sipst von Vado. Ich weiß nicht, wenn die Folge sieht, ob ich da drin bin, ich denke mal schon. Folge 14 nehmen wir jetzt gleich auf. Und deshalb wird die Folge hier ein bisschen kürzer. Wird schon auf mich warten im YouTuber-Teamspeak und deswegen komme ich da gleich mal rein und so. Und wir haben schön ein bisschen Leder zusammenbekommen. Da kommt ein Stack, kriegen wir hin. Ich habe gesagt, ein Stack, nicht ein Steak. Will nix. Komm schon weg da, weg da, weg da. Soll genug sein? 62, ja, komm schon. Ja, schön. Ein Stack Steak, nein, ein Stack. Stack Steak, auch fast. Ja, über ein Stack Steak, wow. Das war so, wo ich mein ganzes Essen mal herkriege. Hier durch, brauche ich gar nichts anderes. Zack. Ja, Kühe, die wachsen jetzt noch ein bisschen, alles gut, alles happy. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir mal gucken, was wir machen. Ich glaube, wir wollten ein bisschen bauen und nochmal in Richtung Enderportal laufen und gucken, ob wir da noch ein Pferd finden. Kriegen wir alles hin. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten. Tschüss.